Total Toast. Like and subscribe. Thank you. Please check out our shop for the official Total Toast merch. Hallo Toasties und willkommen zum diesjährigen Talente-Wettbewerb. Wie letztes Jahr haben wir sehr viele Teilnehmer gehabt und dieses Mal krönen wir die Top 3. Platz Nummer 3 geht an dich. Yay! Mama wird so stolz auf mich sein und auf meine wunderschöne Zeichnung. Und Platz 8 geht an das Mädchen mit der blauen Nase. Gratulation! Boah, Mama wird mir fix ein Tausender auf die Krallen geben, weil ich gewonnen habe. Und Platz Nummer 1 geht an das Mädchen mit den grünen Haaren. Yay! Also wirklich, dein Gemälde ist einfach fantastico. Dieser braune Berg und diese Emotionen, die ich aus deiner Zeichnung rausspüren kann, fantastik. Charlotte, mein Schatz, du hast Platz 3 belegt. Ich bin so unglaublich stolz. Zum Anlass des Tages werden wir ein Dürüm essen gehen. Ja, lecker, ich liebe Dürüm. Oh, Lilly, Gratulation. Mama, ich will aber Geld als Belohnung haben. Ach, Lilly, das ist doch das Mindeste. Du bekommst 20.000 für dieses wunderbare Gemälde. Und weißt du was? Als Anlass werde ich alle hier einladen auf ein Dürüm. Was? Wirklich? Boah, sie sind so großzügig, danke. Oh, jetzt war ich aber richtig verschrocken. Mein Schatz, was glotzt mich dieses Mädchen so an? Hat sie etwa keine Eltern? Mama, das ist April. Ich glaube, sie ist ein Waisenkind, weil ihre Eltern habe ich noch nie gesehen. Also wirklich, man sollte sie disqualifizieren. Waisenkinder sollten bei diesem Talentewettbewerb gar nicht mitmachen dürfen. Oh, Mama, können wir gehen? Je länger ich sie anschauen muss, desto mehr vergeht mir der Appetit. Oh, mein Schatz, du bist so unglaublich klug. Natürlich, da hast du recht. Komm, lass uns gehen. Ich freue mich schon so sehr auf den Dürüm. Wieso haben die mich so komisch angeschaut? Vielleicht hat ihnen ja meine Zeichnung gut gefallen. Ach, Kindchen, wieso bist du denn immer noch hier? Der Talente-Wettbewerb schließt jede Minute. Oh, Entschuldigung. Meine Eltern sollten jede Minute herkommen. Sie haben es mir versprochen. Okay, ich hoffe, deine Eltern kommen bald, denn es wird bald dunkel. Ich muss auf jeden Fall jetzt gehen, denn meine Eltern lassen mich noch ein bisschen Bocke zocken, bevor ich schlafen gehen muss. Wo könnten Papa und Mama nur sein? Es sind schon 8 Stunden vergangen. Sie haben es mir doch versprochen, dass sie kommen werden. Aber vielleicht sind sie noch am Arbeiten. Oh, ich glaube, ich werde sie einfach auf der Arbeit besuchen gehen. Das wird sie bestimmt freuen, wenn sie sehen, dass ich Platz 1 belegt habe. Sie werden sicher begeistert sein von meiner Zeichnung. Ah, da bin ich schon. Soll ich Papa zuerst besuchen gehen oder Mama? Wo war ihr Büro überhaupt? Ich glaube, es war hier auf dieser Seite. Oh, Mama arbeitet ja immer noch. Die Arme, ich werde hier auf sie dann warten. So, und jetzt sind wir schon am Ende meiner Präsentation angekommen. Ich habe euch noch Kopien von der Präsentation gemacht. Und ja, bitte sagt mir, ob ihr die Fußpilzpizza bestätigt. Hornhautpizza? Was ist denn das für eine Idee? Sagen Sie mal, liebe Frau Bechter, wollen Sie heute etwa gefeuert werden? Sie hatten einen Job. Und dieser Job war, ein Rezept für eine Pizzeria zu erstellen und sie bieten uns eine Fußpilzpizza. Manuel, schau dir mal diese Präsentation an. Frau Bechter, Sie haben unsere Zeit verschwendet. Sie sind wirklich eine Zeitverschwenderin. Ich hätte jetzt daheim sein können, um Roblox zu zocken. Oh. Frau Bechter, Sie sollten heute froh sein, dass wir Sie nicht feuern. Aber bitte geben Sie mir nochmal eine Chance. Ich kann mich beweisen. Das wird Ihre letzte Chance sein. Haben Sie mich verstanden? Eine Chance bekommen Sie noch. Komm, Walter, lass uns gehen. Oh, endlich ist Mama fertig mit der Arbeit. Mama, Überraschung, hier bin ich. April, was machst denn du hier? Ich hab doch gesagt, dass wir dich abholen werden. Wieso hörst du nie auf uns? Aber Mama, ich habe 8 Stunden auf euch gewartet. Und deshalb dachte ich, ich komme hier vorbei und teile dir mit, dass ich Platz 1 belegt habe beim Zeichenwettbewerb. April, hast du keine Ohren? Ich hab gesagt, du sollst auf Mama warten. Nur wegen dir. Du hast meine gesamte Präsentation sabotiert. Willst du etwa, dass ich gekündigt werde und dass wir auf der Straße landen? Aber Mama, ich hab doch gar nichts gemacht. April, ich bin so gestresst. Bitte lass mich in Ruhe. Geh einfach nach Hause, okay? Mama, beruhig dich doch. Ich gehe doch schon. Wie habe ich dieses Kind bitte erzogen, dass sie sich so aufführt? Oh, Papa wird sich sicher freuen, dass ich gewonnen habe. Papa, schau mal, was ich gewonnen habe. Bist du stolz auf mich? April, was machst du denn hier? Haben wir dir nicht gesagt, dass du auf uns warten sollst? Wir kommen dich doch abholen. Ich wollte nicht mehr länger warten. Darum habe ich gedacht, ich werde dich überraschen. Schau mal, was ich gewonnen habe. Ich habe sogar eine Krone bekommen. Was bist du für eine ungehorsame Tochter? Wieso bist du hier? Haben wir dir nicht gesagt, dass du dort warten sollst? Wir müssen arbeiten. Aber Papa, ich habe 8 Stunden auf euch gewartet und ihr seid einfach nicht gekommen. Und schau mal, wie schön meine Zeichnung geworden ist.
April, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, dass du Platz 1 belegt hast, ist ja einfach nur ein Witz. Das ist mit Abstand der schlechteste gezeichnete Schokoladeneiscreme, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Papa, das ist kein Schokoladeneis, das ist ein brauner Berg. Weißt du was, Papa, ich hasse dich. Oh, das sollte ein brauner Berg sein. Oh, jetzt muss ich hier noch eine Brille kaufen, weil sie so schlecht sieht. Diese Zeichnung muss ich verbrechen. Oh. Also ich hätte wirklich gedacht, dass sich Mama und Papa darüber freuen werden, dass ich im Zeichen-Contest gewonnen habe. Oh, sag mal, wie redest du eigentlich mit deinem Vater? Aber Papa, du hast dich nicht mal gefreut über meine Auszeichnung. Naja, ich hätte mich sogar gefreut, aber deine Zeichnung schaut aus, als hätte es ein Kleinkind gezeichnet. Sag mal, April, was machst du denn hier? Ich hab doch gesagt, du sollst nach Hause gehen. Schatz, hast du etwa zu April gesagt, sie soll zur Arbeit kommen und uns stören? Nein, sicher nicht, das war's bestimmt, du. Mama, Papa, bitte hört auf zu streiten. April, haben wir dich etwas so schlecht erzogen, wenn die großen Reden, dann machen die Kleinen den Mund zu und gehen nach Hause. Entschuldigung, Mama und Papa. Unsere Tochter ist nur so verzogen wegen dir. Wegen mir sagst du, das ist alles nur deine Schuld. Mama und Papa streiten immer und das ist alles nur meine Schuld. Ich hätte niemals an dem Wettbewerb teilnehmen sollen. Morgen ist aber mein Geburtstag. Ich hoffe, das wird ein besserer Tag. Yay! Heute ist endlich mein Geburtstag. Ich bin extra früh aufgestanden und habe mir meinen eigenen Kuchen gebacken, weil ich weiß ja, wie beschäftigt Mama ist bei der Arbeit und ich wollte sie nicht stören. So, endlich bin ich fertig mit den Vorbereitungen zu meinem Geburtstag und jetzt rufe ich Mama und Papa an. Hoffentlich kommen sie bald. Papa, wann kommst du nach Hause? Du weißt doch, was heute für ein Tag ist. Papa, ich brauche nicht mal ein Geschenk. Solange du kommst, ist es alles, was ich brauche. Was sollte heute denn für ein Tag sein? Oh Mann, Papa, du hast es doch nicht vergessen. Heute ist mein Geburtstag. April, ist es dein Ernst? Wegen sowas Unwichtigem rufst du mich an und störst mich bei der Arbeit? Aber Papa, ich werde 5 Jahre alt und du hast mir versprochen, dass du kommst. Also April, was ist wichtiger, dass ich arbeite und Geld verdiene und dir Essen auf den Tisch bringe oder dein blöder Geburtstag? Oh, diese Tochter, die einfach nichts wertschätzt. Okay, vielleicht hat Papa recht. Ich meine, er arbeitet so hart für unsere Familie. Aber vielleicht kann ich Mama anrufen. Vielleicht hat sie Zeit. Mama, 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 weißt du, was heute für ein Tag ist? Wann kommst du? Okay, und das ist meine überarbeitete Präsentation. Boring. Langweilig. Aber was kann ich machen, damit es euch besser gefällt? Was? Wer ruft mich denn jetzt an? Während der Arbeit sogar. Können Sie sich bitte beeilen? Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Geben Sie mir bitte 2 Sekunden. Ich muss nur schauen, wer angerufen hat. Ja, hallo, wer ist da? Mama! Sag mal, April, wie habe ich dich denn erzogen? Ich habe doch gesagt, dass ich am Arbeiten bin. Wieso rufst du mich an? Ich bin gerade mit meinen Kunden. Oh, also wirklich. Oh je, Mama und Papa, beide waren noch am Arbeiten. Das hätte ich mir aber auch denken können. Aber vielleicht kommen sie noch. Warte mal, es ist ja schon 10 Uhr abends. Oh Mann, dann feiere ich halt meinen Geburtstag alleine, wie all die Jahre davor. Zum Geburtstag, viel Glück. Zum Geburtstag, viel Glück. Egal, Kopf hoch, es war ja eh nur ein Geburtstag. Jetzt muss ich eh schon ins Bett gehen, denn morgen muss ich in den Kindergarten gehen. Mama, 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 schau mal, schau mal, Mama, schau mal, ich habe eine Sandburg gebaut. Mama, schau doch. Ach, mein Schatz, ich bin so stolz auf dich, du bist so klug. Hey, Mama, Mama, schau doch. Hey, Mama, schau mal, was ich mache. Mama, Mama, schau mal, ich gieße die Wand, bin ich nicht klug? Oh, mein kleiner Einstein. Mama, Mama, schau meine Sandburg an, schau doch. Mama, 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 schau mal, was ich mache. Du bist definitiv klüger wie das Mädchen da oben und wieso starrt sie uns so an? Ach, die Arme, wo sind wohl ihre Eltern? Sie muss wohl ein Waisenkind sein. Hey, ich kann alles hören, was ihr sagt. Meine Eltern sind bei der Arbeit. Ja, 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 das sagen sie doch alle. Ich bin kein Waisenkind und ja, meine Eltern arbeiten. Oh je, die Arme ist ja keine Freunde und keine Eltern. Sag mal, findet ihr es nicht peinlich, dass 2 Omas ein Kind wie mich gerade mobbt? Bist du mich gerade als Oma bezeichnet? Oh, was fällt dir ein?
Komm, lass uns gehen. Sie ist ein schlechter Einfluss auf unsere Kinder. Oh, oh Mann, aber wo sind meine Eltern wirklich? Mama hat gesagt, dass sie mich abholt vom Kindergarten. Aber sie sind immer noch nicht da. Oh, was sind das bitte für Eltern? Packen ihrem Kind keine Jause ein und holen sie auch nicht vom Kindergarten ab. Jetzt werde ich sie mal anrufen. Ja, hallo? Hier ist die Kindergartenlehrerin. Oh, wer ruft mich so spät an? Ich war voll am Schnarchen. Ja, hallo, wer spricht denn da? Wer hat mich aufgeweckt? Oh, Entschuldigung, dass ich Sie aufgeweckt habe, aber Sie haben Ihre Tochter vergessen. Es ist schon 1 Uhr abends. Kommen Sie sie nicht mehr abholen? Oh, meine Tochter hat 2 Beine. Mit diesen Beinen kann sie doch von selber nach Hause kommen. Was muss ich sie denn da noch abholen? Und jetzt lass mich schlafen. Also, das kann doch nicht wahr sein. Die arme April. Wieso sind Ihre Eltern so gemein? Vielleicht kann ich sie nach Hause bringen. Es ist ja schon so spät und so gefährlich. April, wo ist sie denn hin? Schatz, wer war das? War das etwa April? Oh, was ist los mit unserer Tochter? Sie stört uns bei der Arbeit und jetzt stört sie uns noch beim Schlafen. Ich kann es selber auch kaum glauben. April, das wird noch ein Nachspiel haben. Oh, und jetzt gehe ich schlafen. Wehe, man weckt mich einmal auf. Oh, endlich habe ich es geschafft. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Mama, Mama, mach die Türe auf. Ist denn keiner zu Hause? Mama, ich bin's. Bitte mach die Türe auf. Mir ist kalt und ich habe Hunger. Hallo Toasties. Wow, ihr habt wirklich bis zum Ende geschaut. Bitte schreibt uns euer Lieblingstier-Emoji in den Kommentaren, weil dann wissen wir, wer zum Ende geschaut hat. Und vergiss nicht, uns zum Subscriben. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wisst, aber wir haben einen englischsprachigen Tokotoast-Channel und deshalb werden wir ein paar Superfans von dort grüßen. Dankeschön, Pretty Bunny, Milo Toker und Star Noah. Ihr seid die Besten. Bis zur nächsten Episode. Tschüss. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.